Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Wing Commander Private hier. Ich bin die Mission jetzt noch nicht geflogen. Das machen wir jetzt zusammen, weil ich ja die Nav-Punkte nur berühren muss. Und dann werde ich wieder einen Schnitt setzen, sobald ich den Sprung bei Delta gemacht habe. Und damit legen wir auch sofort los. So, Nav 1. So, den mal eben berühren und dann geht es direkt weiter. Ich habe jetzt keine Zeit und keine Lust, mich hier mit irgendwelchen Talents herumzuschlagen. Die Mission ist lang. So, das war Nav 1. Jetzt Nav 3. Centurions, oh Gott. Nee, mit denen will ich nichts zu tun haben. Ich düse jetzt direkt ab. Die können mich mal kreuzweise. Ich hoffe nur, dass ich schnell genug wegkomme hier. Um dann nach Delta zu springen. Und ich hoffe natürlich, dass ich nicht im Asteroidenfeld draufgehe, so wie letztes Mal, als ich das hier versucht habe. Da bin ich nämlich nicht weit genug ausgewichen und direkt volle Lotte draufgeflogen auf so einen scheiß Asteroiden. Das kommt ja davon, wenn man das Gamepad dann einhändig bedient. Und weg. Das hat funktioniert, das ist gut. Ich hoffe nur, dass mir das auf dem Rückflug nicht passiert, weil da muss ich die ganze Scheiße noch einmal spielen. Ach, geh ich nach. Egal. Genauso weiter, einfach weg. Was haben wir denn da? Nein, 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 nein. Nicht schon wieder. Da habe ich keine Lust zu. Sorry, Leute. Okay, also ich hau jetzt erstmal einen Schnitt rein und, 4 Stück sogar, holla die Waldfee. Also ich mache hier einen Schnitt und wir sehen uns dann gleich im System Gamma wieder. Bis dann. Oh, meine Fresse. Natürlich liegt das Asteroidenfeld zum Sprungpunkt nach Gamma. Der Sprungpunkt in einem Asteroidenfeld. Alter Schwede, ist das ein Scheiß, ey. Boah, könnte ich kotzen. Okay, egal. Erstmal nach Nav 2. Wow, wow, wow. Shit, 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 shit. Das hier ja auch. Einfach nur fliegen, einfach nur fliegen, einfach nur fliegen, einfach nur fliegen. Boah, ist das ätzend, ey. Ich hoffe nicht, dass es nach 2 auch in einem Asteroidenfeld liegt. Könnte aber passieren. Obwohl, nee, wir sind schon zu dicht dran, dass das passieren könnte. Wow, hier sind ja richtig viele Gegner. Scheiße. Egal, auf zu Nav 3. Ich wette, das ist ein Kill Raffi. Yep. Uncool. Egal, ich fliege einfach vor denen weg. Ich habe keine Lust, mich mit denen herumzuschlagen jetzt. Das ist mir zu doof, ehrlich gesagt. Das sind dafür auch schon zu viele. Ich habe mir den Raffis, könnte ich vielleicht aufnehmen, aber ich will die Mission nicht noch einmal spielen müssen. Das ist ätzend, sowas. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich schnell genug da rankomme, dass Nav 3 nicht in einem Asteroidenfeld liegt, aber bei meinem Glück wird natürlich genau das passieren. Augen aufhalten, sicher ist sicher. Komm schon, komm schon. Ah, wenn ich schon nah genug dran zu sehen, ob es ein Asteroidenfeld ist. Wir könnten Glück. Na, verdammt! Und da sind auch Gegner. Oh, leck mich doch am Arsch, ey. Jetzt bitte heile hier rauskommen. Komm, komm, komm. Geh hier raus. Flieg aus dem verkackten Asteroidenfeld raus. Ich bin auch schnell genug unterwegs dafür. Okay, das sieht gut aus. Jetzt habe ich noch einen Haufen Katzen am Arsch kleben. Oh, böse.
Vielleicht werde ich das irgendwann mal machen, dass ich im Asteroidenfeld auch mal gegen Katzen kämpfe, aber nicht mehr in diesem Let's Play. Ich will hier einfach nur noch durch. Ich hoffe nicht, dass der auch im Asteroidenfeld liegt, das wäre echt scheiße. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht. Eventuell. Unter Umständen. Ganz vielleicht. Dass ich einen Autopilot nicht kriege, ist echt ein Witz, dass ich die nicht, also dass ich da nicht dran vorbeikomme an denen. Ich hoffe, dass die mir wirklich alle hinterherfliegen, sodass ich die Chance habe, bei einer auf 1 rauszuspringen, bevor die mich in Stücke schießen. Uah! Verdammte Axt, ey, Kacke! So, jetzt müsste ich eigentlich alle erwischt haben. Oh, war das klar, ey. Juhu, ey. Das ist ja geil. Oder auch nicht. Alter, wie viele sind das? Ha! Ich kann einfach nur hoffen, dass sie mir schön hinten drauf fliegen. Bei dem Versuch, mich zu kriegen. Ah, oh, ist das ätzend, ey. Und der Nachpunkt, wo wir jetzt hinwollen, der liegt natürlich auch in einem Asteroidenfeld. Das sind auch jetzt locker schon 12 Stück, oder nicht? Ich hoffe nur, dass vor mir keine sind, sondern dass sie mir wirklich hinterhergeflogen sind. So, dass ich einen Abgang machen kann. Bevor die mich erwischen. Ich hoffe, das klappt. Fuck. Und weg. Puh. Oh. Oh, das war knapp. Super. Jetzt sind wir natürlich genau wieder in einem Asteroidenfeld. Wir fliegen über NAV 3. Weil wir wissen ja, dass bei NAV 2 ein Asteroidenfeld ist. Und da möchte ich ungern rein. Okay, komm schon raus aus dem füllenden Feld. Okay, gut. Ja, 8 Minuten. Doch, das sollte ich noch schaffen mit dem kompletten Rückweg. Autopilot an, zack, weg. Das sind nur Talents, die verfolgen mich zum Glück nicht. NAV 1. Das sind auch nur Talents. Da lasse ich mal einen ganz großen Haufen drauf und fliege einfach weiter. Ich möchte gerne noch zurück und ich möchte gerne noch das nächste Gespräch mit Taryn mitnehmen, bevor die Folge endet. Und weg ist er. Haha, Versagertruppe. Holy shit, aber ein Gamma, Alter. Das ist ja heftig, wie viele Katzen da rumfliegen. So, ab nach NAV 1. You're finished, Flyboy. Ach, leck mich am Arsch. Okay, jetzt sind hier mit 2 Sprungpunkte in Asteroidenfeldern. Das ist natürlich extrem gay. Aber da muss ich dann wohl durch. Auch hier haue ich wieder ab. Keine Lust, mich mit denen herumzuschlagen jetzt. Bringt auch nichts. Ah, super. Autopilot. So, dann kann ich nur hoffen, dass ich jetzt den Rigor noch nicht zerstört werde. Das wäre natürlich extrem, extrem scheiße. Rolfies, ja, ist egal. Ich hau einfach ab vor denen jetzt. Und tschüss. Oh. Okay, zum Glück haben die nur Laser an Bord. Hätten die was Dickeres. Hätten die dickere Kanonen dabei, wäre das echt, scheiße. Okay, jetzt werde ich nur hoffen, dass ich nicht zerstört werde. Das wäre jetzt ganz, ganz bitter. Nur raus aus dem verkackten Asteroidenfeld. Und ja, auch wenn man so fliegt wie ich jetzt mit Nachtbrenner und immer hoch und runter, kann es passieren, wenn man einmal falsch lenkt, dass man einfach Puff macht. Ist mir bei der Probeaufnahme für diese Mission passiert. Da habe ich diese Scout-Mission gespielt und bin mal eben lockerflockig in den Asteroiden geflogen, direkt auf dem Sprung nach Rigonon.
Puh. Na gut, also einen Sprung mehr hätten wir auch nicht machen dürfen. Das war schon das höchste der Gefühle jetzt. Denn, unser Tank ist leer. Gut, erstmal eben das Schiff reparieren. Sofern notwendig. Nothing to repair. Muss ich Raketen nachkaufen? Ich glaube nicht. 20 FF. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, Leute. Wir haben 100.000 Credits. Sell. Wo ist mein Scanner? Ich möchte meinen Scanner verkaufen, bitte. Kann ich nicht. Okay, alles klar. Dann gehen wir direkt in die Software rein. Kaufen uns den BS Omni. Achso, hier muss ich ihn verkaufen. Sell. Den Hunter hauen wir raus. Tschüss. Und jetzt kaufen wir den BS Omni, den besten Scanner im Spiel. Thank you. Jetzt haben wir sogar noch 20.000 über. So. Der Scanner ist echt geil. Also, besser geht's nicht. Die Raketen sind super, die sind halt treffsicherer noch. Schade, dass wir kein weiteres Engine-Upgrade mehr bekommen können, ne? Na, ist egal. Gut. Dann quatschen wir mal schnell mit Terran. Did you complete the run? Yeah, no thanks to the Kilrathi. Kilrathi? What were they doing there? They were flying an inverted V, the usual formation for a broad sector sweep. But what could they be searching for, out here in the middle of nowhere? You tell me. Why is the Confed interested in mapping this sector anyway? I don't know. The top brass makes those decisions. I only implement them. If you're suggesting there's some kind of hidden agenda here... All I'm saying is, if the Confed is out here looking for something, it makes sense that the Kilrathi would share their interest. Anyway, they're the ones who've been trashing your ships all along. Makes sense, I guess. Up for another mapping run? It pays the usual 10,000 credits. Jo, machen wir. This time you'll map a newly discovered system, designated Delta Prime, for its transspatial proximity to Delta System. Transspatial, eh? So, I'll be doing a little jumping to get there. Right. You'll need to fly through Gamma to the jump point there. Jump to Delta Prime, and hit the nav point we programmed in your computer. Afterwards, report back here for your pay. If it goes well, this will be the last run in this sector. Good luck. Okay, eine Sache wollen wir noch mal eben machen, bevor wir loslegen. Wir gehen zu unserem Schiff und verkaufen eine unserer Tachyon-Guns. Und zwar nehme ich mal die hier, in der Portzeit. So. Warum? Das verrate ich euch jetzt noch nicht. Denn das erfahrt ihr beim nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's play Wing Commander Privateer. Bis dann.